Ja, und dann fällt sie wieder komplett runter. Was ist diese Kackscheiße? Und auch wenn ich da gerade übersteuere, das ist mir völlig egal. Oh Mann, was soll denn das? Was soll das? Ich glaube, dieses Spiel will mich zum Rage-Quitten überreden. Und dann lassen die noch nicht mal was droppen, die Schweine. Und dann ist da schon wieder ein Auge. Und das Bild soll sich auch mal verpissen. Hier hast du mal nicht einen Raum, wo du was, wo du nur mit Kleinsein irgendwas machen kannst. Deswegen, das ist völlig unnütz, diese Sachen, die du dir hier aussuchst. Aus welchem Grund auch zwei Augen? Warum? Oh Mann, du alte Kackscheiße da. Ah, einfach durch. Einfach durch. Einsammeln, was geht, und dann einfach wieder zurück. Mann, 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 Mann. Wenn man wenigstens nur ab und zu mal so eine Art Erfolgserlebnis hätte, so unter dem Motto, hier hast du einen Gegner besiegt. Jetzt kriegst du mal ein tolles Item, das dir weiterhilft. Aber das ist gar nichts. Gar nichts. Ach, hier kann ich wieder durchlaufen. Gut. Oh, das hat das ein einziges Mal das was gebracht. Und was bringt es dir? Gar nichts. Du bist jetzt hier. Okay. Hier ist aber gar nichts. Alter. Ja, take no damage. Ja. Ich gehe einfach rein, lass mich abmurksen und dann ist alles gut. So, Ponze, jetzt mach mal zu. Ich habe nämlich keine Böcke darauf, dass das hier ewig dauert. Selbst als Kleiner wirst du hier ohne Ende getroffen. Ja, ein Schlag und dann gleich tot. Dü-dü-dü. Sir Grey der Fünfte und Sir Judson. Sir Judson der Dritte, ein Shinobi und Lady Henrietta, ein Lich. Ja, weiß ich nicht. Komm, hier nehmen wir Lich. Lich, Lich, Lich. Wir gehen mal hier zu der netten Madame. Und gucken, wo haben wir noch eine? Da. Ah, schade, zu viel. Naja. Mist. Level runter haben wir da schon. Okay, haben wir, was ist das denn? Skyrune, gain the power of flight. Press A, while in mid-air. Können wir uns aber auch nicht leisten. Ja, können wir uns alles nicht leisten. Ach komm. Man kriegt halt Charon, das ist ja okay. Thank you.
Wieso trifft der dann ausgerechnet noch? Okay. Ich dachte, das wären diese anderen Viecher, die von oben runter schießen. Aber nein, das sind hier die Dinger. Weil macht ja auch Sinn, dass sie hier alle an der Wand, Decke kleben. So. Ja, und dann für so einen Kackraum, wo du nichts findest, was dir helfen kann. So, da wird geschossen. Okay, dann gehen wir mal auf die andere. Ach komm, wir gucken erstmal hier unten. Ein ganzer Raum, ne? Nix drin. Hier ist eine Truhe versteckt. Ah, noch eine Rune. Eine Bounty-Rune. Ja, super. Können wir nicht benutzen. So. Was soll es kosten? Achso. Okay. Kostet nichts. Ah. Okay. Oder war auch knapp. Auch knapp. Noch knapper. Noch knapper. Hey, noch einen zweiten. Noch einen dritten. Irgendwann ist es dann auch egal, weil die so schnell sind, dass du das eh nicht abpassen kannst. Ja. Den würde ich gerne erschlagen. Hier werden wir eh getroffen. Das ist egal. Warum ich das wusste, weiß ich nicht. Ah, hier können wir mal trinken. Komm, nehmen wir mal mit. So, einmal am Auge nochmal kratzen. Ich finde das erschreckend, wie oft ich mich am Auge kratzen muss. Was hier? Ach komm, da ist ja der gleiche Raum. Ja. Da ist noch ein bisschen Gold. Da ist auch noch ein bisschen Gold.
Gold und Silber. Yam yam. So. Ja, natürlich. Was machst du denn da, du Kackpferd? Ja. Das ist das Einzige, was du verdient hast, bei Ikea in der Lasagne zu landen. Ja, so ist das. Oh, wieso trifft mich denn alles, bitteschön? Oh Mann. Nee, da gehen die runter. Ja, hier ist natürlich viel besser. Ach ja, hier ist wieder so ein Raum, wo du nichts machen kannst, wenn du nicht klein bist. Aber was sind wir nicht klein? Ich erkenne langsam ein Muster. Ist das der Toilet-Simulator? Ach ja, Don't Shit Your Pants war das. In zwei Tagen haben sie es gemacht. 16. Februar 2009 veröffentlicht. Das erste Spiel, das sie gemacht haben. Als sie sich noch Decade Studios genannt haben und nicht I Piss In Your Face Studios. Das war natürlich ein Scherz. In it you must stop a man from pooping himself using only text input. Das wurde auf während der Fahrt in einem Bus designt. Ja. Das hat sich gut verkauft, ja, zum Teil glaube ich auch, weil Gronkh das gespielt hat. Das zieht natürlich dann immer so ein bisschen. Achso. Sie haben sich ihre Eier zurückwachsen lassen und dann Don't Shit Your Pants als Titel genommen. Ach, und da musste natürlich über einen Textparser dann vorausgeschaut werden, was sie dann, was die Leute dann als Text eingeben würden. Achso, und das haben sie so hingekriegt, indem sie die Optionen, das heißt, es gab eine Tür und einen Mann. Und, somit hattest du natürlich nicht viele Optionen. Achso, und es gab, ein Achievement-System, das den Spieler so ein bisschen in die richtige Richtung geschickt hat. Ach so, das wurde auch gleichzeitig als, also das Achievement-System wurde dann gleichzeitig auch in den Game Over Screen eingebaut. Sehr wichtig, wie es schien. Ach, die haben auch Don't Shit Your Pants gemacht. Das ist interessant. Oh, ja, natürlich. Auch eine Reichweite wie ein offenes Popöchen. So. So und so. Das wird bitte einsammeln, danke. Ja, natürlich kommt da auch nochmal ein Auge. Ist ja klar, ist ja klar. Ihr kleinen Augen. Die Gegner sind jetzt wirklich leicht, aber man verliert einfach zu viel Geld.
Und nochmal aus dem Weg. Und dann sind wir auch schon wieder raus. Wir gehen mal weiter nach rechts. Ich kann den Grünen nicht mal sehen. Und dann ist er nicht mal ein One-Hit, sondern ein Two-Hit. Und wir haben schon den Schwierigkeitsgrad runtergestellt. Das ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Da gibt es noch was zu holen. Guck mal hier, noch ein bisschen Mana. Mana. Da oben ist nichts mehr. Jetzt können wir nur noch hier runter gehen. Und das ist dann wieder so ein Billo-Raum. Das ist ja nicht aus dem gleichen Spiel. Den gefangen. Ah, komm, gleich schnell raus. Wie soll ich... So. Und 500 Gold. Wir haben jetzt 3500. Einfach nicht durch eigene Vermutungen beirren lassen. Einfach Schaden akzeptieren und dann geht das los. Dann geht das los. Wie? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Ich weiß gar nicht, was ich falsch mache. Irgendwas muss ich falsch machen, weil sonst... Ja, so geht's natürlich auch. Aber so wollen wir das natürlich nicht, ne? So, ach, hier oben kommen wir ja her. Der kommen wir ja her. So. Ah, Mist. Gut, das hätte ich verhindern können. Was das jetzt eben war, weiß ich nicht. Was hat mich da jetzt getroffen? Das hätte ich gerne mal gewusst. Weil da war nichts, was mich getroffen haben könnte. So, hier haben wir den gleichen Raum wie eben eigentlich. Mal gucken, ob ich das schaffe. Yeah.
So gebackt hat das doch vor nicht. Gab es ein Update? Oh. Und rechts raus. Ach ja, Gegner. Klar. Aber ich habe nur 20% Energie. Deswegen le nö. Ja, das ist auch mal wieder sowas. Das kann funktionieren wie jetzt. Aber in den meisten Fällen wird es nicht funktionieren. So. Nein, da war ich nicht oben hin. Das ist eine sehr feige Art, aber sehr effektive Art offensichtlich. Ich entschuldige mich einmal dafür, aber ich glaube nicht, dass ich sonst hier lange überlebe. So. Habe ich jetzt alle? Nee. Wenn er mich jetzt getötet hätte, dann, weiß ich nicht. So, das ist das und das ist das. Und wir müssen wieder raus.